Drei Pfannenwender, drei Gemälde, drei Socken. Das ist die bis jetzige Ausbeute aus Rock Bottom. Und heute versuchen wir, weitere dazu zu holen. Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom. Und ich bin gerade echt am überlegen, wo muss ich denn überhaupt hin? Muss ich vielleicht doch hier hinter? Ich glaube, wir waren hier hinten gar nicht so verkehrt. Dieser blöde Wetterroboter, der macht mich wahnsinnig. Hier waren beim letzten Mal diese Tickies, die uns diverse Shiny-Objekte eingebracht haben. So, hier gibt es auf jeden Fall erstmal ein Söckchen. Jawohl. Damit hätten wir Socke Nummer 4 auch schon mal gekrallt. Dort hinten gab es, glaube ich, noch Socke Nummer 5 zu holen. Jawohl. Also diverse Socken hier im Museum versteckt. Da müssen wir grundsätzlich auf einem guten Weg sein, um alles zu finden hier. Wenn wir jetzt schon so viele Söckchen haben. So, kommen wir von hier überhaupt wieder dort oben drauf? Ich hoffe es eigentlich. Jawohl. Oh, ich dachte schon. Ich muss jetzt nochmal einen gigantischen Weg extra gehen. Alter, leck mich bitte am Arsch. Lass mich bloß in Ruhe. Das brauche ich jetzt nicht noch. Puh, wir haben es rausgeschafft. Aus dem... Also noch nicht ganz raus, aber... Lol. Wir haben eine Abkürzung freigeschalten, um uns schneller hier durchzuschwingen. Gemälde Nummer 4 können wir ebenfalls unser nennen. Das heißt, 3 Pfannenwender, 4 Gemälde, 5 Socken. Nach so kurzer Zeit... Und wir landen direkt auf so einer Rutschbahn. Nice. Naja, mal schauen. Vielleicht können wir hier irgendwas Cooles holen. Ja, zum Beispiel hier die Unterhose. Aber viel mehr ist es scheinbar erstmal nicht. Nö, viel mehr ist es dann erstmal nicht. Was macht bitte schöne Qualle hier unten in Rock Bottom? Das muss mir auch mal einer erzählen. Was soll ich versuchen? Sandy? Ah, okay. Ich hatte gerade gedacht, ich habe irgendwas übersehen. So ohne weiteres kommen wir wahrscheinlich wieder mal nicht hier hoch. Na gut, aber dort oben ist ein Gemälde. Das heißt, wir müssen dort irgendwie hin. Und ja, hier. Uiuiui. Jetzt war ich mir gerade nicht sicher, ob ich mit Sandy oder mit SpongeBob hier rüber muss. Wir gehen einfach mal mit Sandy hier rüber. Wir können ja jederzeit zurückgehen. Und dort gibt es auch schon wieder ein weiteres Söckchen zu holen. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Nächste Socke für uns. Und wir brauchen tatsächlich SpongeBob. Wir brauchen tatsächlich SpongeBob. Weil ihr habt schon gesehen, dass dort so eine Spongekugel war. Mit der wir gleich wieder entlang rollen müssen. Und wir müssen wieder mal schnell sein. Wir müssen also gut rollen auch noch. Eieiei, das wird gleich wieder spannend hier zum Auftakt dieser Folge. Was kommt hier denn raus? Ist das Wasser? Das ist aber sehr festes Wasser. Also gut, die Grafik des Wassers lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber ja, gut, das Spiel ist auch schon etwas älter. Da kann man das verzeihen. Ja, und jetzt müssen wir dorthin da kullern innerhalb von 8 Sekunden. Ja, oder wir stürzen einfach ab. Oder wir stürzen einfach ab. Das ist die andere Möglichkeit. Die da bestand. Also ich weiß nicht, warum ich mich mit dem Rollen so schwer tue, aktuell. Das wird die Kamera sein. 3, 2, 1. Boah, war das knapp. Das war richtig verdammt knapp. Aber es hat gereicht. Es hat gereicht. Aber ich glaube, das war noch nicht alles. Wir versuchen uns jetzt erstmal leise hier hinter zu schleichen. Den Roboter hier auszuschalten. Genau, und da entdeckt uns nämlich direkt dieser andere Affenroboter hier. Komm, verpiss dich. Und ich weiß... Oh, Moment, hier drüben könnte es sein, dass es eine Aufgabe gibt, wo wir einen Haken freischalten. Für eine Socke oder ähnliches. Ja, da kommt der Haken. Ich glaube, hier müsste es eine Socke oder einen Pfannenwender geben. Oder einfach mal nichts. Oder
einfach mal nichts. Ist es der fucking Ernst, dass es hier nichts gibt? Ich habe jetzt nicht diverse Shiny-Objekte für nichts und wieder nichts ausgegeben. Das wollt ihr mir jetzt nicht erzählen. Alter, kannst du jetzt mal das Ding bitte einsacken? Danke. So, hier ist auch noch so ein Tiki. Scheiße. Jetzt! Aber gebracht hat es mir einmal gar nichts. Also ich habe gerade diverses Cash ausgegeben für nichts. Boah, das ist ja ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Naja, gut. Alles klar, der will Sandy haben. Dann soll er Sandy bekommen. Also größtenteils holt uns hier Sandy die Pfannenwender. You mean them things that look like fancy washing machines? To your puny brain. Fancy washing machines. You'll need to turn on each one of those in order to cross the last part of the trench of advanced darkness. This better not be some kind of trick. Alles klar. Oh, dort unten ist noch ein Section. Das hole ich mir doch direkt. Das Section hier unten. Juhu, und den Schalter. Der. Aha. Was freilegt, wo ich mir ein weiteres Gemälde holen kann. Du dreckiges Kacktier. Jetzt reißt euch doch mal zusammen hier. Das gibt's ja wohl. Ey! Okay, wo muss ich denn hin zuerst? Von wo bin ich gekommen? Ich glaube, hier drüben gehen wir jetzt erstmal hin. Weil hier drüben ist ein Laser. Da können wir so falsch nicht... Alter, Sandy, du machst mich gerade wahnsinnig. Deine Unfähigkeit. Und tschüss, der ist kaputt. Heidewitzka. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier hochklettern. Ach, hier ist noch so ein Kacktier. Also, was heißt hier? Noch so ein Duplikatron. Und Laser Nummer 1 ist eingeschalten. Laser Nummer 1 von 3, wohlgemerkt. Geh mir doch mal nicht auf die Eier. Das heißt, wir können uns jetzt in aller Gediegenheit zurückschwingen. So, hier drüben hätten wir Laser Nummer 2. Die Frage ist, dorthin ist Laser Nummer 3. War ich mit... Oh, das Vieh habe ich auch schon wieder gar nicht gesehen. Ich hasse dich einfach nur. Ich hasse dich einfach nur. Komm, jetzt mach's kaputt, bevor es mich kaputt macht. Oh. So, hier ist nichts dahinter versteckt, okay. Manchmal sind ja auch hinter solchen Shy-Tickets oder Tickies. Tickets. Shy-Tickies, Schalter versteckt, deswegen wollte ich da auch nur mal sicher gehen, nochmal schauen. Aber scheinbar alles gut. So, auch das Unterhöschen eingesammelt für die liebe Sandy. Und dann machen wir uns auf den Weg wieder zurück zur mittleren Plattform und müssen dann noch diesen Laser aktivieren. Bin mir gerade absolut unsicher, wie ich dorthin komme. Aber wird schon irgendwie machbar sein. Ah ja, hier haben wir doch wieder so ein Texas-Symbol, an dem wir entlang schwingen können. Erst den Duplikatron zerlegen. Dann den hier runterkicken. Den letzten Laser aktivieren. Und dann sacken wir gleich mal noch das Bild ein. Das müsste schon Nummer 5 sein. Und das 6. habe ich ja auch schon gesehen. Oha. Wir legen einen Weg frei zum Ausgang. Das ist doch schon mal vielversprechend. Du elendes Kacktier. Und Kaplautz. So, ich komme, weiß Gott, nicht mehr auf die volle Anzahl an Unterhosen. Das gibt's doch gar nicht.
Die Roboter machen es mir tatsächlich nicht einfach. Ich glaube, wir müssen zurück zu Plankton. Dort gibt es dann hoffentlich auch unsere Belohnung. Weil bis jetzt habe ich ja noch keinen Pfannwender bekommen. Jawohl. Pfannwender Nummer 36 in Rock Bottom. Pfannwender Nummer 4. Das heißt, wir haben gerade mal die Hälfte. Und dort hinten ist schon der Ausgang. So, dort hinten ist aber noch ein Pfannwender. Wie kommen wir denn jetzt an den ran? Dafür müssen wir uns wahrscheinlich einmal hier rüberschwingen. Das machen wir. Jawohl, hier ist auch das letzte Gemälde. So, können wir den relativ easy wegsprengen, glaube ich. Genau. Alle beide sogar. Ist natürlich wieder eine super Combo gewesen. Nicht ganz so stark wie die im Museum. Aber Combo ist Combo. Und wir haben alle Gemälde eingesackt. Jawohl. Jetzt geht es erstmal den Pfannwender da drüben noch zu holen. Pfannwender Nummer 5 ist das. Yes. Aber dann fehlen immer noch drei Pfannwender. Okay, der eine ist mit den Gemälden. Das wäre Pfannwender Nummer 6. Einer fällt mir auch noch ein. So, komm. Ey, ich war nicht mehr ansatzweise dran. Das ist frech gerade, was hier passiert. Das ist richtig frech. Das ist gerade einfach nur frech. Ja, komm her, genau. Yes! So, jetzt ist er kaputt. Alter, ich sterb gleich. Was mache ich denn hier gerade? Das ist alles andere als clever, wie ich hier gerade agiere. Egal. Oh, nee. Oh, nee. Der gibt mir jetzt gleich noch den Rest. Pass mal auf. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Ich sag's auch noch. Mach ihn kaputt. Oh, wieder zwei Unterhosen dort hinten. Könnten wir uns mal wieder eine dritte holen? Oh, es hat geklappt. Oh, dort ist noch ein Pfannwender. Dann finden wir doch alle Pfannwender hier. So, den wollte ich eigentlich gar nicht holen. Ja, ich sag's doch, mit Sandy ist es teilweise nämlich gar nicht so einfach, den zu bekommen. Ja, ich sag's auch noch, es ist teilweise gar nicht so einfach, den zu bekommen. So, wie komme ich denn jetzt hier verdammt nochmal vorbei? So hier scheinbar. Alter! Fliegen einfach hier drüber. Und dann könnt ihr mich alle mal gediegen am Arsch lecken. Oh, das wäre mit SpongeBob einfacher gewesen. Aber egal, wir haben auch diesen Pfannwender geholt. Ist hier hinten mal was? Nö. Hab ich irgendeine Socke vergessen? Wir haben 8 von 9 Socken. Dürfen wir auch einen guten Weg sein, hier in Rock Bottom alles zu holen. Boah, schaffen wir das heute vielleicht noch abzuschließen? Das wäre natürlich richtig cool. So, wir sind jetzt hier oben erstmal rausgekommen. Alter, warum habe ich diese Soße nicht gesehen? Diese scharfe Soße. So, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen um... Alter! Das gibt's ja wohl gar nicht. Bin ich denn wirklich so blind? Denn hier gibt es noch ein bisschen was zu erledigen. Ein paar kleine Sachen. Zum Beispiel Quallen zu schlagen. Gut, hier hinten ist keine Socke gewesen, aber irgendwo war ja definitiv noch eine. Bin ich mir absolut sicher. Ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal SpongeBob. Wenn ich mich recht entsinne. Probieren wir es mal mit Spongy. Und ich hoffe, dass dort unten dann auch noch eine Socke ist. Dort unten ist auf jeden Fall ein Pfannwender. I could have sworn me I saw a golden spatula here a minute ago, but I think it fell down this slide. Down the slide? It might have broken its leg. I've got to save it. Go, boy, go! Save that poor spatula! Machen wir. Gleichzeitig aktivieren wir den Schalter. Und da ist er, der Pfannwender, den wir gesucht haben. Also ganz fix hier runter. Auf der Suche nach dem armen Pfannwender. Da
hat er gerade versucht, dieses Scheißvieh nach mir zu schießen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Oh, nö. Nehmen wir natürlich den Schaden mit, clever wie wir sind. So. Nach 14 Sekunden. Wir sollten so langsam mal unten ankommen. Ansonsten sehe ich schwarz für den Panda, ne? Yes, da ist er. Da ist der nächste goldene Pfannwender. So, das Vieh schießt jetzt gleich auf mich hier hinten. Da habe ich keinen Bock drauf. So, wir schauen uns jetzt hier unten mal noch ein bisschen um. Weil, wie gesagt, uns fehlt noch ein Söckchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier war. Irgendwo hier zumindest. Gehst mir auf die Eier. Boah! Heidewitzka, Alter! So, vielleicht hier ringsrum? Das Söckchen? Socke, wo bist du? Macht nicht den Anschein, als wäre die Socke hier. Na Mensch, die werden wir da jetzt auch mal noch finden. Die letzte Socke werden wir doch jetzt wohl auch mal noch finden. Oh, mach doch tot. So, der ist down. Dort ist die Socke. Dort ist die Socke. Bringst du mich zur Socke? Nö, dann gehe ich halt so zur Socke. Dann gehe ich halt so zur Socke. Und damit haben wir auch alle Socken. Das heißt, wir müssen nur noch einen einzigen Pfannwender holen, wenn ich das richtig sehe. Und das sollte ja wohl gar nicht das Problem sein, eigentlich. So, machen den Duplikatron kaputt. Kassieren noch ein bisschen Shiny-Objekte. Und machen uns auf dem kürzesten Weg auf zu Mrs. Puff. Last piece of artwork accounted for, Mrs. Puff. I left no strange glowing stone unturned. Well now, nice work, SpongeBob. The museum will finally be able to reopen. And here's your reward. Na bitte, Rock Bottom in 2 Episoden abgeschlossen. Das hätte ich im Traum nicht gedacht, dass ich das so fix schaffe. Das heißt, wir können zurück nach Bikini Bottom gehen. Und uns der nächsten Welt widmen. Das ist das Versteck von Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Also, gehen wir nochmal rein ins Altersheim. Und wo das Versteck ist, habe ich euch ja schon gezeigt gehabt. Und zwar hier. Wir machen es uns bequem. Beziehungsweise Meerjungfrau Mann macht es sich bequem. Wir springen einfach. Oder mal diese komische Bewegung. Und landen damit jetzt im Versteck von Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube, wo natürlich auch wieder 8 goldene Pfannwender auf uns warten. Daneben gibt es hier 4 Söckchen und 4 Schalter zu aktivieren. Schauen wir uns erstmal ein wenig um. Ja, 4 schaffen wir natürlich jetzt hier nicht mehr. Wir werden die Geschichte anreißen. Ja, alles klar. You shouldn't sneak up on Mermaid Man like that. His heart's not so good. Come to think of it, nothing on him is that good anymore. Nichts ist mehr gut an ihm. It's just that I'm always so excited to see you two. Standing in your awesome presence gives me the chills of justice. See? I've got goosebumps on my goosebumps on my goosebumps on my goosebumps on my... All right, kid. Knock it off. Just tell us what you want. Well, I really want a new pair of sunglasses. Patrick sat on my old ones. That's not what I meant. Actually, it's a good thing you showed up, young sponge of goodness. It is? It is? Yes, a bunch of evil robots have taken over the Mermalair security system. It's up to you to shut it down and stop them. Well, why him? We're perfectly capable superheroes. Because it's Thursday, and we have a whole bunch of doctor's appointments. Ah, fish sticks. I forgot. Go talk to the Mermalair computer in the next room.
She'll tell you what to do. I accept this awesome responsibility, Mermaid Man. You won't be disappointed. Shamed, maybe, but not... To the doctor's office! Away! Alles klar. Also, die Aufgabe ist, quasi mit den vier Schaltern das Sicherheitssystem abzuschalten. Hier im Versteck von Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Um dann in der Folge einen Weg freizulegen zum Boss, wenn ich mich richtig erinnere. Das schauen wir uns dann ab dem nächsten Mal an. Für heute war's das. Bedanke mich dafür, dass es dabei war. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann schaltet gern wieder ein zu SpongeBob Schwammkopf, Schlacht um Bikini Bottom. Bis dahin, macht's gut.